Ich rufe auf Tagesordnungspunkt Nummer 9. Erste Lesung, Gesetzentwurf Fraktion Die Linke, Gesetz zur Änderung des Hessischen Feiertagsgesetzes, Drucksachennummer 2667 aus dieser Legislaturperiode. Verabredete Redezeit auch hier wieder 7 Minuten 30 Sekunden. Mal sehen, ob das diesmal klappt. Herr Schalauske, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, wenn es noch eines weiteren Beweises bedurft hätte, dass wir auch hier und heute im Hessischen Landtag über den 8. Mai und seine Bedeutung debattieren müssen, dann ist es das heute zu lesende unsägliche Geschwafel eines Herrn Gauland, für den das Kriegsende, ich zitiere, der Verlust von großen Teilen Deutschlands und den Verlust von Gestaltungsmöglichkeiten bedeutet. Ich sage es klipp und klar, diesem Geschichtsrevisionismus, dieser Verherrlichung, letztlich auch der Verbrechen des Faschismus, der muss überall entschieden entgegengetreten werden. Das ist die Pflicht aller Demokratinnen und Demokraten. Und das ist auch eine Lehre des 8. Mai, meine Damen und Herren. Und der 8. Mai 1945 war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. So formulierte es kein Geringerer als Bundespräsident Richard von Weizsäcker in seiner vielbeachteten Rede anlässlich des 40. Jahrestags des Ende des Zweiten Weltkriegs im Deutschen Bundestag. Völlig zu Recht hat auch Parlamentspräsident Rhein hier gestern Bundespräsident Weizsäcker zitiert. Als am 8. Mai 1945 die Waffen endlich schwiegen und der Zweite Weltkrieg sein Ende fand, lag halb Europa in Schutt und Asche. Das faschistische Deutschland hat einen Vernichtungskrieg entfesselt, dem weltweit 65 Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind. Die Rassenideologie der Nazis gipfelte in dem bis heute unvorstellbaren Verbrechen der Shoah. Allein 6 Millionen Jüdinnen und Juden wurden erschossen oder vergast. Wollte man für jedes Opfer des Holocaust auch nur eine Schweigeminute abhalten, es wäre 11 Jahre lang still. Wenn sich der 8. Mai 1945 in diesem Jahr zum 75. Mal jährt, dann ist das in erster Linie ein Tag, um all derer zu gedenken, die dem verbrecherischen Naziregime und seinem historisch beispiellosen Verbrechen zum Opfer gefallen sind. Gleichzeitig ist es aber auch ein Tag, um Danke zu sagen. Danke den Alliierten der Anti-Hitler-Koalition, den Soldatinnen und Soldaten der Roten Armee, der US Army, der britischen und französischen Streitkräfte, den Partisaninnen und Partisanen, den Widerstandsgruppen in allen besetzten Ländern, die Nazi-Deutschland in die Knie und zur bedingungslosen Kapitulation zwangen. Sie haben gekämpft, und sie haben Opfer erbracht. Sie sind gestorben, um Europa und Deutschland vom Faschismus zu befreien. Sie sind dafür gestorben, die Menschen aus den Arbeits- und Vernichtungslager zu befreien. Und sie sind auch dafür gefallen, dass wir heute hier in Frieden und Freiheit leben können. Deshalb ist der 8. Mai ein Tag der Befreiung. Und deshalb sage ich auch hier ganz persönlich heute in tiefer Dankbarkeit Spasibo, thank you und merci. Aus guten Gründen hat das Land Berlin mit den Stimmen von Linken, SPD und Grünen den 8. Mai 2020 zu einem gesetzlichen Feiertag erklärt. Auch Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen begehen seit einigen Jahren den 8. Mai als offiziellen Gedenktag. Und ich glaube, das ist auch deshalb so wichtig, und das haben wir heute hier von dieser Rechtsaußenfraktion bzw. von ihren Kumpanen im Bundestag ja auch wieder erlebt, weil wir erleben, dass das Unsagbare wieder sagbar geworden ist. Und dass nach dem Sagbaren auch die Grenze des Machbaren bröckelt, weil es wieder Kräfte im Bundestag, aber auch hier im Landtag gibt, die davon reden, den Schuldkult zu beenden, die den Hitlerfaschismus als Vogelschiss bezeichnen und die endlich einen Schlussstrich ziehen. Nein, es darf und es wird keinen Schlussstrich geben. Das muss die Botschaft auch hier im Hessischen Landtag sein.
Und ich möchte Parlamentspräsident Rhein ausdrücklich recht geben. Der 8. Mai, der ist eng verbunden und untrennbar verbunden mit dem 30. Januar 1933 und der Machtübernahme der Nazis, so wie es Parlamentspräsident Rhein gestern formuliert hat. Freilich, es hat in der Geschichte der Bundesrepublik, ich will es freundlich formulieren, lange gedauert, bis sich diese Erkenntnis gesamtgesellschaftlich durchgesetzt hat, aber heute ist sie da. Und sie ist so wichtig. Sie ist so wichtig in Zeiten, in denen Rassismus, Antisemitismus und völkisches Gedankengut immer stärker um sich greifen und selbsternannte Alternative, die liberale Demokratie, infrage stellen. In diesen Zeiten müssen wir entsprechende Zeichen setzen, und dafür ist der 8. Mai so wichtig, meine Damen und Herren. Und durch die Aufwertung des 8. Mai zum staatlich anerkannten Gedenktag sind alle zivilgesellschaftlichen Akteure, Vereine, Organisationen, Gewerkschaften, Schulen, andere öffentliche Einrichtungen, der Hessische Landtag und auch die Hessische Landesregierung aufgerufen, ein vielseitiges Angebot des gemeinschaftlichen Gedenkens, der Erinnerungskultur und des gesellschaftlichen Diskurses zu gestalten. Und damit an diesem Diskurs möglichst viele Menschen teilnehmen können, an Veranstaltungen, an Festen, an Diskussionen, ist auch eine Aufwertung zu einem Feiertag angemessen. Wir freuen uns, dass der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann von der SPD oder auch Claudia Roth von den Grünen im Deutschen Bundestag diese Forderung unterstützen. Und ich will auch sagen, dass auch für uns ganz konkret in Hessen der 8. Mai ein wichtiges Datum ist. Er ist Ausgangspunkt für den 19. September 1945 und den 2. Dezember 1946. Das erste Datum ist der Tag der Proklamation Nummer 2 durch General Eisenhower, Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte in Europa. Die Soldaten der US Army befreiten Hessen, wie wir wissen, Ende März, Anfang April. Und sie bildet quasi die Geburtsurkunde unseres heutigen Hessens. Das zweite Datum ist die Annahme unserer hessischen Landesverfassung, an deren Erarbeitung Sozialdemokraten, Konservative, Kommunisten und andere mitgewirkt haben und die durch eine breite Mehrheit in der Bevölkerung angenommen worden ist. Diese Verfassung zieht die Lehren aus Faschismus und Krieg, sie atmet den Geist antifaschistischer Neuordnung, und die Gründung und Verfassung unseres Bundeslandes Hessen sind untrennbar mit dem 8. Mai verbunden. Und insofern sind wir uns mit Parlamentspräsident Rhein einig, der von einem konstitutiven Datum sprach. Ich komme zum Schluss. Die Holocaust-Überlebende und Vorsitzende des Deutschen Auschwitz-Komitees, Esther Bejerano, hat in einem offenen Brief an die Regierenden und alle Menschen, die aus der Geschichte lernen wollen, Folgendes gefordert. Sie hat gesagt, der 8. Mai muss ein Feiertag werden, ein Tag, an dem die Befreiung der Menschheit vom NS-Regime gefeiert werden kann. Das ist überfällig seit 7 Jahrzehnten. Wie viele andere aus den Konzentrationslagern wurde auch ich auf den Todesmarsch getrieben. Erst Anfang Mai wurden wir von amerikanischen und russischen Soldaten befreit. Am 8. Mai wäre dann Gelegenheit, über die großen Hoffnungen der Menschheit nachzudenken, über Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit. Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank, Herr Schalauske. War wieder ein bisschen länger. Mein Geschichtsbewusstsein sagt mir, Liberale waren auch dabei gewesen, aber das war jetzt nur so. Doch, natürlich waren die dabei gewesen. Aber das machen wir später. Als nächstes kommt der Dr. Grohe. Ich hatte nur ein bisschen jetzt über. Müssen wir nicht diskutieren. Ja, so, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete! Übermorgen ist es 75 Jahre her, dass die Welt stillstand. So hört man es allenthalben. Doch das ist nur eine Deutschland- bzw. europazentrierte Sicht. Denn in Ostasien ging der Krieg unverändert weiter und endete erst mit den völkerrechtlich fragwürdigen Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki und der japanischen Kapitulation am 2. September 1945. Mit dem Kriegsende in Deutschland endete vielmehr die nationalsozialistische Gewaltherrschaft. Eine Gewaltherrschaft, die viel Leid und Tod über die Völker Europas brachte. Für die wenigen Überlebenden in den Konzentrationslagern
bedeutete das Ende des NS-Regimes Erlösung und Befreiung von unvorstellbarem Grauen. Und das gilt es stets zu gedenken. Nicht von ungefähr wurde daher bereits 1996 in Deutschland der 27. Januar 1945, der Tag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz, als nationaler und 2005 von der UN als internationaler Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus eingerichtet. Und das ist auch gut so. Die Nachgeborenen sollen auch künftig Lehren aus den Verbrechen der deutschen Diktaturen ziehen. Ich spreche bewusst im Plural. Warum, werden Sie gleich erfahren. Denn diese Grauen dürfen sich niemals wiederholen. Aber die Befreiung vieler Menschen vom Joch der Nazis und die Erleichterung über das Ende des Moral Bombings, bei dem geschätzt bis zu 570.000 Menschen ihr Leben verloren und viele Kulturstätten für immer vernichtet wurden, ist nur ein Teil der Wahrheit. Die andere Wahrheit ist, auch wenn sie schmerzt, dass der Großteil der Deutschen das Kriegsende nicht als Befreiung, sondern vielmehr als Niederlage, wenn nicht sogar als Untergang ansah. Zumal die Alliierten die Deutschen verständlicherweise als besiegte Feindnationen behandelten. Hinzu kam, dass nach dem 8. Mai 1945 der Leidensweg für Millionen Menschen in Europa und Deutschland weiterging. Etwas, was viele heute aus politischer Korrektheit oder aus geschichtlicher Unkenntnis im öffentlichen Gedächtnis gerne ausblenden. Man denke nur an die Tausenden in den Rheinwiesenlagern ums Leben gekommenen Kriegsgefangenen, den Plünderungen und Vergewaltigungen im Südwesten Deutschlands durch die Grande Nation, vornehmlich durch nordafrikanische Soldaten, die bis heute noch nicht aufgeklärt wurden, sowie dem Millionenheer an Kriegsgefangenen. Und natürlich die systematischen Massenvertreibungen aus den Ostprovinzen des Deutschen Reiches sowie den deutschen Siedlungsgebieten in Südosteuropa mit den Begleiterscheinungen wie Massenvergewaltigung, Deportationen und willkürlichen Tötungen. Der 8. Mai brachte keineswegs für alle Freiheit. Vielmehr wurde im Baltikum, in Ost- und Südosteuropa sowie in der sowjetisch besetzten Zone durch die Kommunisten und Sozialisten nun ein neues, ein rotes Terrorregime installiert. In der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR gab es bis 1950 mindestens 36 Speziallager mit weit über 200.000 Häftlingen, von denen etwa ein Viertel starb. Und das waren nicht nur ehemalige Nazis, sondern neben Frauen und Kindern auch Sozialdemokraten, Liberale und Konservative. Der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Franz Neumann, selbst früherer KZ-Häftling, sagte über die Speziallager, die KZs sind dieselben, aber heute, 1948, haben Hammer und Sichel die Swastika ersetzt. Und hier tragen Sie, die Vertreter der Linken, eine große Mitschuld. Denn Sie sind die Nachfolgepartei der Unrechtsstaatspartei SED. Das haben Sie sogar eidesstattlich vor einem Gericht versichert. Somit tragen Sie an den Verbrechen der sozialistischen Diktatur in Ostdeutschland eine Verantwortung, die Sie sich aber bis heute verweigern. Und jetzt wollen Sie ausgerechnet einen Feiertag in Deutschland einführen, der der Freiheit und Befreiung gewidmet sein soll? Dazu haben Sie kein Recht, und Sie sollten sich für Ihren Gesetzentwurf schämen. Gerade auch vor dem Hintergrund Ihrer Kasseler Strategiekonferenz, in der ein Mitglied von Ihnen 1% der Reichen erschießen bzw. Ihr Parteivorsitzender Rixinger diese für nützliche Arbeit einsetzen wollte. Nein, Sie sind immer noch die alte SED-Kaderpartei, die den Massenmördern Lenin, Stalin und Mao huldigt und die nichts in der Demokratie verloren haben. Denn Sie wollen nichts anderes als den 8. Mai für Ihre Zwecke instrumentalisieren, und zwar antifaschistisch, wie Sie es immer so gerne meinen. Deshalb soll es auch um die Befreiung vom Faschismus gehen. Hier möchte ich Ihnen als Historiker eine kostenlose Nachhilfe anbieten. Denn Sie scheinen nicht zu wissen, dass Deutschland am 8. Mai nicht vom Faschismus, sondern vom Nationalsozialismus befreit wurde. Ihnen geht es mit dem Gesetzentwurf letztlich nur darum, die DDR-Diktatur ideologisch zu rechtfertigen und ihre sozialistischen Verbrechen zu relativieren. Oder, um es mit dem jener Historiker Norbert Frei zu sagen, Sie wollen nichts anderes als, Zitat,
den Tag der Befreiung durch die Rote Armee feiern. Das atmet natürlich von Beginn an für viele Zeitgenossen einen falschen Zungenschlag. Zitat Ende. Der Liedermacher Wolf Biermann wusste schon, warum er sie die Reste der Drachenbrut nannte. Genauso wie der Grüne Wolfgang Wieland. Dieser sagte bereits am 25. April 2013 im Bundestag Folgendes. Dieser Antrag in all seiner Kürze ist ein ganz klassisches Produkt aus der Geschichtswerkstatt der Linkspartei. Formal ziemlich unsinnig, geschichtspolitisch einseitig und in der Botschaft deswegen höchst fragwürdig. Sehr geehrte Damen und Herren, nicht der 8. Mai 1945 brachte die Freiheit, sondern der 9. November 1989. Ein Tag, der wirklich eine Würdigung verdient, steht der 9. November doch für vieles in der deutschen Geschichte, und zwar für die Ermordung Robert Blums 1848, die Ausrufung der Deutschen Republik 1918, den glücklicherweise gescheiterten Hitlerputsch 1923, die Erinnerung an die Schrecken der Reichspogrommacht 1938 und den Fall der Berliner Mauer, der ein wirklicher Tag der endgültigen Befreiung Deutschlands war. Nur dieser Tag symbolisiert für uns Deutsche Positives wie Negatives. Der 9. November bietet sich als Kitt für die vielen zerbrochenen Biografien an und kann auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt der Deutschen stärken. Vielen Dank. Nächster Redner für die Fraktion der CDU ist der Kollege Christian Heinz. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Als ich den Gesetzentwurf gesehen habe und jetzt auch noch gesehen habe, wie die Rednerreihenfolge ist, hatte ich in gewisser Weise auch befürchtet, dass der Beginn dieser Debatte einen solchen Verlauf nehmen könnte. Es hat ein Gutes, jetzt sind die Ränder von links und rechts sind hier zu Wort gekommen, und jetzt wird die demokratische Mitte des Landtags nacheinander zu Wort kommen. Ich will auf ein paar Dinge eingehen, die gesagt worden sind, erst zu dem ganz groben Rahmen. Es ist richtig, historisch richtig, der 8. Mai 1945 war der Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus. Es war kein Tag der Niederlage, und das ist die historisch korrekte Einordnung. So hat es 1985 Bundespräsident von Weizsäcker zutreffend festgestellt, und so hat es gestern auch der Landtagspräsident hier sehr, sehr richtig und zutreffend ausgeführt. Und es ist seit 1985 zum Glück weitgehend Konsens im politischen Diskurs, dass dieser Tag so einzuordnen ist. Richtig ist aber natürlich auch, dass der 8. Mai 1945 für viele Millionen Menschen subjektiv kein und für sie ihr eigenes Leben keine Befreiung brachte. Sie wurden aus der Heimat gewaltsam vertrieben. Millionen verloren ihr Leben noch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Und die Deutschen in der sowjetischen Besatzungszone in der späteren DDR lebten eben die nächsten 44 Jahre nicht in Freiheit wie die Westdeutschen, sondern weiter in Unfreiheit. Und für diese Menschen klingt es durchaus, wenn sie das erlebt haben, als Hohn, wenn man ihnen sagt, es war ihr Tag, ihr Befreiung, denn ihr Weg führte eben in einen neuen, in einen anderen Unrechtsstaat, der nicht vergleichbar ist mit dem Unrechtsstaat davor. Von der Brutalität, auch von dem einzigartigen Unrechtsgeschehen, aber es war ein neuer Unrechtsstaat, und auch das ist historisch richtig. Und für diese Menschen war eben das kein Neubeginn in Freiheit, sondern für manche auch eine erneute politische Verfolgung. Es gab tragische Schicksale, gerade von aufrechten Sozialdemokraten, von engagierten Christen und anderen, die fanden sich zum Teil im gleichen Internierungslager oder Konzentrationslager wieder vor 1945 und nach 1945. Und für die war das eben kein Tag der Befreiung. Aber, und damit will ich mich nicht zu lange dem Beitrag von Herrn Dr. Grobe und der Position der AfD widmen, aber wir verwehren uns, Herr Dr. Grobe, gegen jede Versuche, die Sie immer wieder und Ihre Partei auch starten, dadurch, dass Sie auf das neue Unrecht nach 1945 eingehen, dass Sie das einzigartige Unrecht und den systematischen Völkermord und Zivilisationsbruch vor 1945 versuchen zu relativieren und auf eine Ebene einzuordnen. Und auch an die LINKE
weiß ja, aus welcher Ecke Sie kommen und wie Sie das Ganze bewerten. Es klingt, denken Sie mal darüber nach, dass es für manche Menschen und deren Nachkommen auch wie Hohn klingt, wenn Sie sagen, wir haben der Roten Armee zu danken. Ich würde sagen, Sie haben allen zu danken, die die Deutschen vom Nationalsozialismus befreit haben. Aber Sie haben pauschal gesagt, Sie haben der Roten Armee zu danken. Das ist eine historisch höchst problematische Einordnung. Und auch in dieser pauschalen Feststellung ist das, glaube ich, nicht angemessen. Nun aber zum... Ich habe Ihnen sehr, sehr gut zugehört, Herr Kollege. Nun aber zum Kern Ihres Gesetzentwurfs. Sie schlagen uns vor, den 8. Mai zu einem gesetzlichen Feiertag zu erheben. Wir sind der Auffassung, wir brauchen keinen zusätzlichen Feiertag, wir brauchen etwas ganz anderes. Es gibt zu Recht viele Tage des Gedenkens. Ich nenne jetzt zunächst einmal den 27. Januar, die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, den 9. November, der vielfach in der deutschen Geschichte belegt ist, im ganz Schlechten und Schlimmen mit der Reichspogromnacht, und den 1. September, den deutschen Überfall auf Polen 1939. Alle diese Tage des Gedenkens, die erinnern uns daran, dass im 20. Jahrhundert der millionenfache Völkermord von deutschem Boden und im deutschen Namen ausging. Und alle diese Tage stehen auch im engen Zusammenhang miteinander. Und wenn ich noch einmal den Landtagspräsident zitieren darf, er hat gestern den ehemaligen Bundespräsidenten von Weizsäcker zitiert, dass der 8. Mai nicht ohne den 30. Januar 1933 gedacht werden kann. Der Zusammenbruch und das Ende des Krieges 1945 und alle Gräueltaten davor ist nicht denkbar ohne die Machtübernahme der Nationalsozialisten 12 Jahre zuvor. Das müssen wir immer im Zusammenhang sehen, und auch die anderen genannten Tage eben sollten wir historisch dort alle einordnen. Der Bundesrepublik Deutschland wurde stets am 8. Mai gedacht, ohne dass es ein Feiertag war. In der DDR war der 8. Mai viele Jahre ein Feiertag, bis sie dann 1966 ihn abgeschafft hat und dann auch einmalig 1985 begangen hat. Und es gehört auch zur Vollständigkeit dazu, es gibt andere wichtige Daten in der deutschen Geschichte, an denen wir ganz besonders gedenken und insbesondere auch an diesen Tagen hochhalten, wie wertvoll und wie zerbrechlich unsere Demokratie ist. Am 23. Mai jährt sich das Inkrafttreten des Grundgesetzes, und am 1.12. erinnern wir uns jedes Jahr auch als Hessen mit Stolz daran, dass hier in unserem Land die hessische Verfassung als erste deutsche demokratische Nachkriegsverfassung geschaffen worden ist. Deshalb sollten wir den 8. Mai, so sehe ich das und so sieht auch die CDU-Fraktion das, weiterhin als Gedenktag zum Ende des Zweiten Weltkrieges und dem Ende des Nationalsozialismus auch hochhalten. Wir sollten an diesem Tag unser Versprechen als Gesellschaft erneuern, dass von deutschem Boden niemals wieder Krieg ausgehen darf. Und erst heute Morgen hat die große Mehrheit dieses Hauses erfreulicherweise auch in der europapolitischen Debatte betont, dass es für Deutschland auch nur als gleichberechtigtes Mitglied in einem vereinten Europa eine friedliche Zukunft geben kann. Aber um für dieses Ziel einzutreten, brauchen wir keinen weiteren arbeitsfreien Tag im Mai. Dafür brauchen wir den entschlossenen Einsatz aller Demokraten dieses Hauses, und zwar nicht nur an einem Tag, sondern an allen Tagen des Jahres. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Heinz. Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen ist die Kollegin Eva Goldbach. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte der LINKEN ausdrücklich dafür danken, dass Sie den 75. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus auf die Tagesordnung heute gesetzt haben. In Ihrem Gesetzentwurf begehren Sie, den 8. Mai in Hessen als Feiertag einzusetzen. Darüber kann man reden. Es gibt ja im Bundestag, das haben wir schon gehört, fraktionsübergreifend Sympathien für diesen Vorschlag. Und es wäre auch wünschenswert, bundesweit zu einer einheitlichen Lösung, wie immer sie aussieht, zu kommen. Für dieses Jahr kommt Ihr Gesetzentwurf nun leider etwas spät. Aber wir müssen über die Erinnerung an die Befreiung vom Nationalsozialismus und den Holocaust immer wieder reden. Das Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Befreiung von der Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten hat in Deutschland eine wechselvolle Geschichte. 20 bis 30 Jahre nach Kriegsende in den 60er und 70er Jahren, als ich in Hessen auf dem Land aufwuchs, war das öffentliche Bild tatsächlich noch vom Krieg geprägt. Die Kriegswitwen trugen schwarz bis an ihr Lebensende. Es gab Männer, denen ein Arm fehlte oder ein Bein. Der Postbote bei uns im Dorf war taub. Er hatte sein Gehör bei einem Bombeneinschlag an der Front verloren.
Onkel Karl hatte nur ein Auge und durfte deswegen nur Gogo fahren. Das andere Auge wurde ihm im Krieg weggeschossen. Das war unsere Lebensrealität. Es gehörte selbstverständlich zum Bild in unserem Dorf. Wir hatten die Folgen des Krieges noch vor Augen. Die Folgen waren sichtbar, aber es herrschte gleichzeitig ein dröhnendes Schweigen. Schweigen zur Mitgliedschaft der Dorfbewohner in der NSDAP. Schweigen zu den Verbrechen an den Juden, Sinti und Roma, Homosexuellen, Geisteskranken, Behinderten oder politisch Andersdenkenden. Schweigen zur Ausgrenzung derjenigen Dorfbewohner, die vor 1945 nicht Mitglied in der NSDAP waren, die weiter mit Juden Handel trieben und Kontakte pflegten, bis alle deportiert waren. Es wollte niemand reden, aber es gab auch keine Worte. Es gab keine Worte für Schuld, Verantwortung und Scham. Es gab kein kollektives Erinnern in unserer Dorfgemeinschaft und auch nicht in unserer Gesellschaft. Erst 1985, als ich 20 Jahre alt war, erlebten wir eine Zäsur in der deutschen Erinnerungskultur. Richard von Weizsäcker hielt seine berühmte Rede zum 40. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus. Zwar definierte er die Schuld an den Verbrechen des Nationalsozialismus als eine individuelle Schuld, aber er nahm alle Deutschen hinsichtlich ihrer Verantwortung in die Pflicht. Er sagte, wir alle, ob schuldig oder nicht, ob alt oder jung, müssen die Vergangenheit annehmen. Wir alle sind von den Folgen betroffen und für sie in Haftung genommen. Und diese kollektive Verantwortung beinhaltete für Weizsäcker auch eine Absage an Versuche, sich über das Argument des Nichtwissens zu entschulden. Wer seine Augen und Ohren aufmachte, wer sich informieren wollte, dem konnte nicht entgehen, dass Deportationszüge rollten. Seit Weizsäckers Rede 1985 hat sich die Erinnerungskultur in Deutschland stetig verändert und auch weiterentwickelt. Schon Ende der 80er Jahre wurden die Forderungen laut, ein Denkmal für die europäischen Juden zu bauen. Die Diskussion über Ort, Botschaft und Gestalt des Denkmals sollte schließlich fast ein ganzes Jahrzehnt dauern. Und erst im Jahr 2005 wurde das Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin eröffnet. Noch schwerer tat sich Deutschland mit einem Denkmal für die Opfergruppe der Sinti und Roma. Erst am 24. Oktober 2012 fand in Berlin die feierliche Einweihung des Denkmals für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma in Europa statt. Jetzt stehen wir vor neuen Herausforderungen in der Erinnerungskultur. In den kommenden Jahren wird es keine Überlebenden des Holocaust mehr geben, die über ihre Erlebnisse berichten können. Aber sie hinterlassen Zeugnisse in Büchern, in Tonbändern und in Filmen. Und es wird jetzt darauf ankommen, und das ist auch unsere Verantwortung, den Nachgeborenen die Zeugnisse durch Einfühlungsvermögen und Vorstellungskraft näher zu bringen und die hinterlassenen Erinnerungen an den Holocaust lebendig zu halten. Im Konzentrationslager Auschwitz steht ein Satz des spanisch-amerikanischen Philosophen und Schriftstellers George Santayana. Wer sich seiner Geschichte nicht erinnert, ist verurteilt, sie zu wiederholen. Das Wachhalten an der Erinnerung an die Verbrechen des Holocaust und die Befreiung durch die Alliierten muss unser Imperativ sein, gerade heute. Eine Befragung der EU-Grundrechteagentur in 12 europäischen Ländern bestätigte, dass in den vergangenen Jahren Juden in Deutschland nicht nur mehr angefeindet wurden als früher, sondern in Deutschland häufiger als in allen anderen europäischen Ländern. Gefährlich sind die relativierenden Äußerungen von Politikern der AfD. Parteichef Alexander Gauland sagte, Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte. Und Sie kennen auch den Satz von AfD-Chef Björn Höcke. Er forderte eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. Ich möchte hier einmal eines klarstellen. Die Verbrechen der Nationalsozialisten sind in ihrer Monstrosität durch nichts zu vergleichen. Sie dürfen niemals relativiert werden, auch wenn wir gerade heute wieder einen Versuch dazu gehört haben. Ich wiederhole, wer sich seiner Geschichte nicht erinnert, ist verurteilt, sie zu wiederholen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wie wir erinnern und gedenken, darüber würde ich mich gerne konstruktiv und offen mit Ihnen,
Kolleginnen und Kollegen von CDU, SPD, LINKEN und FDP unterhalten, auch darüber, ob ein bundesweiter Feiertag am 8. Mai ein Fortschritt in der Entwicklung der Erinnerungskultur in Deutschland sein könnte. Weil es aber dieser Gespräche zuerst bedarf, werden wir heute Ihrem Gesetzentwurf nicht zustimmen. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Goldbach. Nächster Redner für die Fraktion der Sozialdemokraten ist der Kollege Günther Rudolph. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Rede des Abg. Dr. Grobe von der AfD, finde ich, war eine einzige Beleidigung aller Opfer, die durch die Politik und die Diktatur des Naziregimes über viele Völker in Europa und der Welt gebracht wurden. Eine einzige Beleidigung. Und im Vorfeld macht man sich ja Gedanken, wie könnten solche Diskussionen laufen. Sie sind leider in der Tat so gelaufen, wie wir befürchtet haben. Der 8. Mai ist in 2 Tagen. Zum Verfahren hätten wir uns auch eine andere Vorgehensweise wünschen können. Nun sind die letzten Wochen durch andere Ereignisse auch geprägt worden. Das ist leider so. Der 8. Mai ist sicherlich ein würdiger Tag für einen Gedenktag, für einen Feiertag. Und Herr Heinz, es geht hier nicht um einen zusätzlichen arbeitsfreien Tag. Da hätten Sie etwas gründlich missverstanden, weil ein Feiertag, ein Gedenktag muss natürlich auch untermauert werden. Der muss vorbereitet werden. Und das, glaube ich, ist der 8. Mai nun wahrlich. Und am 8. Mai 1945, Richard Weizsäcker hat es ja 40 Jahre später gesagt, es war in der Tat ein Tag der Befreiung. Und man muss es im historischen Kontext damals auch sehen. Herr Weizsäcker als damaliger Bundespräsident stammt ja aus den Reihen der CDU, kannte, hat auch die Nazizeit noch selber erlebt. Und auch seine Bemerkung, dass es ein Tag der Befreiung sei, wurde ja damals schon kritisiert von den Ewiggestrigen. Und die Ewiggestrigen gab es ja nicht 1985, gibt es ja heute im Jahr 2020. Und leider verfängt diese Politik immer noch bei Menschen. Das ist übrigens auch ein Punkt, aufzuklären, zu informieren, dass das eben kein Fliegenschiss der Geschichte war. Und wenn Herr Höcke, einer der führenden Repräsentanten dieser rechtspopulistischen AfD, das Mahnmal an Gedenken für die Juden in Berlin als Schandmal bezeichnet, dann zeigt es, wir haben noch viel Aufklärungsarbeit in das Bewusstsein der Menschen zu bringen. Und deswegen ist es richtig, über diesen 8. Mai auch zu reden. Meine sehr verehrten Denkmal der Schande, Sie wiederholen es an der Stelle. Wieso ist ein Denkmal, was an ermordete Juden, erinnert, ein Schandmal? Wissen Sie, Sie haben aus der Geschichte nichts gelernt. Sie haben aus der Geschichte 45, 75 Jahre nach dem Ende der Nazi-Diktatur. Und das Einmalige an der Nazi-Diktatur war das fabrikmäßige Umbringen von Menschen, in dem Fall von Juden und anderen, die den Nazis nicht passen. Wie man so mit Menschen umgehen kann und wie man auch nach 75 Jahren noch eine solche ideologische Position vertreten kann, dies ist ungeheuerlich, unfassbar. Und solange diese Position noch da ist, müssen wir noch aufklären und haben wir noch viel zu tun. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und Herr Heinz, ich habe Ihren Worten sehr gut zugehört. Und was ich nicht akzeptiere, was wir nicht akzeptieren, ich sage das deswegen auch so deutlich, und das ist das, was die CDU leider macht, die permanente Gleichsetzung von links und rechts. Die ist historisch nicht angemessen und sie ist auch falsch. Auch wir kritisieren Positionen der Linken. Aber in diesem Zusammenhang, den es hier heute geht, nämlich um einen Gedenktag zu reden, doch, doch, Sie machen immer die Gleichsetzung rechts und links. Sie ist in diesem Kontext besonders falsch und hören Sie bitte damit auf. Es gab natürlich auch Unrecht durch andere. Aber Sie dürfen nicht Ursache und Wirkung vergleichen. Und deswegen hören Sie bitte mit diesen Relativierungen auf. Auch eine Gleichsetzung ist eine Relativierung. Und sie ist falsch, weil das historisch nicht belegbar ist, was Sie sagen. Und deswegen lassen Sie es bitte ein für alle Mal. Lassen Sie es an der Stelle.
Vielen Menschen ist Unrecht geschehen worden. Das ist völlig klar. Wir müssen auch nicht über die großen KZs reden. Wir können auch nach Hirzenhain gehen. Das ist ein kleiner Ortsteil hier in Hessen im Wetteraukreis, wo am 26. März 1945 87 Menschen, 81 Frauen, 6 Männer von der SS am Außenlager von Frankfurt ermordet wurden. 3 Tage später übrigens kamen die amerikanischen Soldaten und haben Menschen befreit. Und das sind Einzelschicksale. Aber diese Einzelschicksale in das Bewusstsein von Menschen zu rücken, ist dann auch Aufgabe von politischer Bildung. Und ich bin mir nicht sicher, ob alle Menschen in der Bundesrepublik wissen, in Hessen, was der 8. Mai für eine Bedeutung hat. Deswegen ist politische Bildung so wichtig. Ein solcher Gedenktag könnte auch tatsächlich den Anlass bieten, das immer wieder deutlich zu machen. Und deswegen ist es eigentlich schade, Herr Heinz, und Sie haben sich klar positioniert, Sie lehnen das ab, den Gesetzentwurf der Linken. Und ich habe Frau Goldbach, mit der ich nicht oft übereinstimme, aber ich kann viele Teile ihrer Rede tragen. Aber das heißt im Kerntext, Sie stimmen dem Koalitionspartner zu. Sie geben eine andere Begründung, aber im Kern heißt es, Sie lehnen diesen Gesetzentwurf im Ergebnis ab. Das ist ein falsches Signal. Was wir eigentlich brauchen, ist eine Diskussion, ob der 8. Mai nicht ein deutscher Feiertag sein sollte, meine sehr verehrten Damen und Herren, und nicht eines einzelnen Bundeslandes. Und deswegen, und deswegen muss man sich bei einer solchen Frage auch ehrlich gegen sich selber sein, nur weil es der Koalitionspartner aus, wie ich finde, falschen Begründungen nicht will. Ich habe etwas zu den Abläufen gesagt. Frau Göring-Eckardt, die Fraktionsvorsitzende der GRÜNEN im Bundestag, der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Der 8. Mai als Feiertag mahnt uns, die deutschen Verbrechen nicht zu relativieren und wäre ein bleibender Flock in der deutschen Erinnerungskultur. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die GRÜNEN müssen dann auch von einer wichtigen Person, die sie repräsentiert, dann auch diesen Worten dann auch mal Taten folgen lassen oder zumindest etwas deutlicher zu machen. Meine Damen und Herren, der FDP-Fraktionsvorsitzende Michael Theurer hätte gern einen europaweiten Feiertag zum 8. Mai. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch das wäre ein angemessener Anlass, dieser historischen Bedeutung gerecht zu werden. Und das zeigt doch, wir brauchen die Diskussion. Und ein Feiertag soll schon etwas Besonderes sein. Der soll nicht dazu genutzt werden, jetzt, dass Menschen an einem schönen Maitag sich irgendwo vergnügen und das als arbeitsfrei nehmen, sondern da muss dieser Feiertag auch gelebt werden. Und deswegen, meine Damen und Herren, wir finden den Ansatz richtig. Zum Zeitpunkt habe ich etwas gesagt. Wir brauchen ein breites Bündnis. Und deswegen ist es klug und vernünftig, dass wir diesen Gesetzentwurf im Innenausschuss beraten und auch eine hoffentlich vernünftige und ergebnisoffene Anhörung durchführen. Und wer es wirklich ernst meint mit dem Gedenken, mit der Erinnerung und auch den notwendigen Konsequenzen, der sollte diesen 8. Mai eine Chance geben. Aber wichtiger wäre es, glaube ich, auch noch, dieser rechtspopulistischen Partei etwas entgegensetzen zu können, dass auch die letzten Menschen merken, was für eine Ideologie des Hasses und der Hetze auch noch nach 75 Jahren dahinter steckt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir Deutsche stehen in einer besonderen Verpflichtung. Das hat übrigens der Bundespräsident vor wenigen Wochen bei dem Besuch im Yad Vashem in Israel deutlich gemacht, dass wir eine besondere Verantwortung haben. Und deswegen, glaube ich, lohnt es sich, darüber eine Diskussion zu führen, die offen ist. Wir können uns den 8. Mai sehr wohl als einen Feiertag vorstellen. Das muss vorbereitet werden, das muss gelebt werden. Aber ich glaube, das sind wir den Opfern allemal schuldig. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rudolph. Zu einer Kurzintervention hat sich der Kollege Heinz gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Rudolph, Sie wissen, wir stimmen sehr selten inhaltlich überein, wenn es sonst um andere innenpolitische Themen geht. Hier stimmen wir aber aus meiner Sicht nahezu 100% überein. Deshalb ist meine herzliche Bitte, dass Sie hier nicht versuchen, etwas zu spalten, wo es nichts zu spalten gibt. Wenn Sie mir richtig zugehört hätten vorhin, hätten Sie ganz genau gehört, dass ich mir sehr dezidiert verbeten habe, dass einzelne Fraktionen hier im Landtag versuchen, diese einzigartige Schuld dadurch zu relativieren, indem sie andere Vergehen nach 1945 dagegen immer wieder versuchen aufzurechnen. Das habe ich sehr, sehr deutlich herausgearbeitet. Und ich habe mich auch nicht gegen ein Gedenken am 8. Mai ausgesprochen. Ganz im Gegenteil. Ich habe den 8. Mai in einen Kontext genommen mit anderen Gedenktagen, mit der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, mit dem deutschen Überfall auf Polen und anderen
Wegmarken in der Schreckensgeschichte des Nationalsozialismus. Deshalb ist meine dringliche Bitte, lassen Sie uns versuchen, an dieser Stelle zwischen Sozialdemokraten und Christdemokraten nicht das zu trennen, was uns auch gar nicht trennt. Es gibt ja auch keinen Widerspruch zwischen CDU und Grünen. Unsere Positionen sind auch kongruent in dieser Frage. Wir können das gerne bei allen anderen inhaltlichen Punkten machen, innenpolitischen Themen und anderen. Aber bei dieser Frage historisches Gedenken und der richtigen Einordnung, die aus unserer Sicht seit 35 Jahren, nämlich seit 1985, in einem breiten demokratischen Konsens in der Bundesrepublik endlich und eindeutig geklärt ist, da sollten wir nicht versuchen, im Bereich dieser Spaltung zu sein, sondern da sollten wir gemeinsam arbeiten und gemeinsam überlegen, was gut ist für unsere Demokratie. Herzlichen Dank, Herr Kollege Heinz. Der Kollege Günter Rudolph kann darauf antworten. Herr Präsident, Herr Heinz, vielen Dank für Ihre Erklärung. Das war schon auch eine etwas andere Diktion. Es geht nicht um einen Feiertag, sondern es geht um einen Gedenktag. Ja, Sie haben aber am Schluss Ihrer Rede eindeutig gesagt, Sie lehnen daher den Gesetzentwurf der LINKEN ab. Der ist jetzt eingebracht in den Landtag. Wie der Landtag ihn gegebenenfalls am Schluss verabschiedet, das ist Sache dann der Fraktionen. Und deswegen sagen wir, wir wollen ein Ergebnis offen annehmen. Vielleicht sind wir tatsächlich in der Lage, also 5 Fraktionen von 6, dieser besonderen Herausforderung auch einmal gerecht zu werden. Und mein Ansatz war ja nur, diese Gleichsetzung von rechts und links war bei dem Thema unangemessen. Das will ich damit nur sagen. Ja, da bleibe ich auch bei, Herr Heinz, tut mir leid. Und das, was Sie gesagt haben, Ablehnung, ist dann klar, dann ist der Gesetzentwurf vom Tisch. Aber ich glaube, wir haben eine gemeinsame Verantwortung. Wir erinnern uns an die Reden, die gehalten wurden nach der Ermordung von Dr. Lübcke, nach den Vorfällen, nach dem terroristischen Anschlag in Hanau, dass wir vor besonderen Herausforderungen stehen. Und die sind eindeutig zuzuordnen. Das war ein rechtsradikaler Hintergrund. Erst folgen Worte und dann die Taten. Und deswegen, Geschichte wiederholt sich hoffentlich nicht immer, aber Geschichte hat oft auch viele Parallelen. Und deswegen finde ich, ja, es ist ein markantes Datum in der deutschen Geschichte, was die ganze Welt beeinflusst hat. Und deswegen gehen wir ergebnisoffen nachher. Wenn Sie ein Problem haben, was ich ein Stück weit nachvollziehen kann, zu sagen, das ist ein Gesetzentwurf der LINKEN, dann möchten wir am Schluss nicht, dass die Mehrheit findet. Auch dazu ist der Landtag in der Lage, dann das zu verändern, indem Fraktionen dann sich entscheiden, wie sie mit solchen Dingen umgehen. Wir sind für einen offenen Diskurs. Lassen Sie uns das ernsthaft an der Stelle angehen. Weil dann können wir diesen Populisten, die hier ganz rechts außen sitzen und nichts aus der Geschichte gelernt haben, eine entsprechende Antwort geben. Da sind wir uns, glaube ich, einig als Demokraten. Und dieser Verpflichtung sollten wir uns gemeinsam zuwenden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rudolph. Nächster Redner für die Fraktion Die Freien Demokraten ist der Abgeordnete Müller. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Debatte ist, ich weiß nicht, ob es eine wirklich gute Debatte ist, weil sie doch sehr extrem aufzeigt, dass auf der rechten und linken Seite nicht nur sehr unterschiedlich ist. Ich setze es nicht gleich, lieber Günter Rudolph, rhetorisch auf beiden Seiten, rechts wie links, nicht immer das richtige Maß gewahrt wird. Wenn auf der einen Seite davon geredet wird, wir sollen der Roten Armee danken, und die hätten benannt wurde die Rote Armee, und auch damit setzen Sie natürlich politische Zeichen. Herr Schalauske, wir kennen Sie. Sie machen so etwas bewusst, und Sie wissen, was Sie damit sagen. Dann ist das genauso verkehrt wie die Gleichsetzung von Dr. Grobe, der gesagt hat, der 8. Mai war keine Befreiung, der 9. November war eine Befreiung. Herr Dr. Grobe, genau das haben Sie gesagt. Sie haben genau das so gesagt. Und wenn Sie das hier vom Rednerpult so sagen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, meine Güte noch einmal, in welcher Welt leben Sie denn als AfD, meine Damen und Herren? Vielleicht überlegen Sie sich erst einmal, was Sie da so alles von sich geben. Ich glaube ganz ehrlich, dass die Beschäftigung mit dem 8. Mai wichtig ist. Das ist, glaube ich, auch unstreitig. Und ich glaube, dass der Beitrag vom ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker 1985 sehr wichtig war und bedeutsam war. In der Tat ein historischer Moment in der Bundesrepublik Deutschland.
weil wir ab dem Moment uns gemeinsam endlich auf eine Position dazu geeinigt haben und diese auch Teil der Gesellschaft geworden ist. Deswegen glaube ich, dass wir uns seitdem auch intensiver mit dem Thema beschäftigen, dass es auch im Unterricht in den Schulen eine wichtige Rolle spielt und dass es auch richtig ist, dass das so ist. Wir können uns im Rahmen der Anhörung, im Rahmen der Ausschusssitzung dann auch entsprechend intensiv noch einmal damit beschäftigen. Aber ich glaube, und da sind wir auch in der Fraktion der Meinung, dass schon im Moment das Argument, dass es keine zusätzlichen Feiertage bedarf, sondern dass wir mit einem Gedenktag dazu entsprechenden Veranstaltungen, die durchaus auch in Schulen stattfinden können, wo man dann auch während der Schulzeit entsprechend die Schüler dazu bewegen kann, daran teilzunehmen, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, auch in diesem Rahmen der Bedeutung des Tages gerecht zu werden. Wir haben viele andere Tage, das wurde in einigen Redebeiträgen genannt, die es auch durchaus wert sein könnten, Feiertag zu werden. 23. Mai 1949, Grundgesetz. Der 9. November haben wir mehrfach diskutiert, welche schrecklichen Ereignisse es gab und andere Ereignisse. All das sind Möglichkeiten, über die man nachdenken könnte. Ich glaube, dass wir deswegen mit der Frage, wann wir wirklich Feiertage ausrufen, sehr bewusst umgehen sollten. Und deswegen können wir uns damit intensiv im Ausschuss beschäftigen. Ich glaube nur, wenn ich das erlebt habe, was eben hier in der Diskussion abgelaufen ist, dass wir selbst offensichtlich wieder ein Stück weit zurückgefallen sind. Und ich glaube, ja, ist schon so. Also es war schon mehr Einigkeit bei so einem Thema und weniger Streit und politische Auseinandersetzung, wie ich sie eben von zwei Seiten ein Stück weit erlebt habe, wo es versucht wurde, politisch auch zu instrumentalisieren. Und das ist, glaube ich, dem Tag und dem 8. Mai und der Bedeutung, nämlich der Befreiung von der nationalsozialistischen Herrschaft, nicht angemessen. Und deswegen der Appell an alle, dass wir das in der weiteren Debatte etwas sachlicher und etwas dem Thema angemessener diskutieren werden. Und ich hoffe, dass dafür eine umfassende, gute Anhörung auch einen guten Anlass gibt und dass wir dann in der zweiten Lesung hier etwas sachlicher und dem Thema angemessener diskutieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Wir haben jetzt hier vorliegen zwei Kurzinterventionen, einmal vom Kollegen Schalauske und danach vom Kollegen Dr. Grobe. Und, Herr Kollege Müller, wollen wir es so halten, dass Sie dann auf beide antworten, wenn Sie antworten wollen? Oder ich glaube ja, ne, so machen wir es. Ja, das sind wir dann großzügig. Herr Kollege Schalauske, bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte entschieden zurückweisen, dass ich versucht habe, den Tag der Befreiung und das Gedenken darum politisch zu instrumentalisieren. Und es ist auch nicht so, wie der Kollege Heinz und auch der Kollege Müller gesagt haben, auf den beziehe ich mich, dass ich hier einseitig Teile der Anti-Hitler-Koalition hervorgehoben habe. Sie werden es im Protokoll nachlesen können. Ich möchte es aber an der Stelle noch einmal wiederholen. Ich habe gesagt, es gilt Danke zu sagen der Anti-Hitler-Koalition, den Soldatinnen und Soldaten der Roten Armee, der US Army, der britischen und französischen Streitkräfte, den Partisaninnen und Partisanen, den Widerstandsgruppen in allen besetzten Ländern. Die alle haben dazu beigetragen, Nazi-Deutschland in die Knie zu zwingen. Das ist eine historische Tatsache. Und ich denke, wir sollten auch alle Beiträge entsprechend würdigen. Und ich möchte an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass es eben auch der Widerstand gewesen ist, der zum Niederringen des Faschismus beigetragen hat. Es war auch der Widerstand. Es waren Sozialdemokraten, Sozialistinnen und Sozialisten, Kommunistinnen und Kommunisten. Es war die politische Linke als eine Säule des Widerstands. Und wer so versucht, wie die AfD, hier in dieser Debatte Opfer zu Täter zu machen, der entlarvt quasi sein eigenes geschichtsrevisionistisches Verständnis. Und dem werden wir immer und überall entschieden widersprechen. Vielen Dank, Herr Kollege Schalauske. Herr Dr. Grobe, Sie haben die nächste Möglichkeit zur Kurzintervention. Wir machen noch ein bisschen sauber, und dann können Sie auch sprechen. Danke schön. So. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte meine Damen und Herren, zu den Herren Rudolph, Müller und Schalauske.
Ich habe nichts relativiert. Ich habe auch kein Opfer zu Tätern gemacht. Ich möchte Ihnen aber drei kurze Stellen noch einmal in Erinnerung rufen, die in meiner Rede am Anfang vorkamen. Mit dem Kriegsende in Deutschland endete vielmehr die nationalsozialistische Gewaltherrschaft, eine Gewaltherrschaft, die viel Leid und Tod über die Völker Europas brachte. Für die wenigen Überlebenden in den Konzentrationslagern bedeutet das Ende des NS-Regimes Erlösung und Befreiung von unvorstellbarem Grauen. Und dies gilt es stets zu gedenken. Zweite Zitatstelle war, die Nachgeborenen sollen auch künftig Lehren aus den Verbrechen der deutschen Diktaturen ziehen. Und da habe ich bewusst den Plural genannt. Und die dritte Textpassage lautete, die andere Wahrheit ist, auch wenn sie schmerzt, dass der Großteil der Deutschen das Kriegsende nicht als Befreiung, sondern vielmehr als Niederlage, wenn nicht sogar als Untergang ansah, zumal die Alliierten die Deutschen verständlicherweise als besiegte Feindnation behandelte. Wo ist hier eine Relativierung? Danke schön. Vielen Dank, Herr Dr. Grobe. Herr Müller verzichtet. Danke schön. Ich will nur noch einmal darauf hinweisen, der Ordnung halber, dass Kurzinterventionen sich auf den vorangegangenen Redebeitrag beziehen müssen und Bezug zum Redner herstellen müssen. Das haben wir jetzt sehr weit ausgelegt, aber für die Zukunft sollte man ein bisschen darauf achten. Herzlichen Dank, Herr Kollege Dr. Grobe. Für die Landesregierung spricht der Staatsminister Beuth. Bitte schön, Herr Staatsminister. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will in der Debatte jetzt nicht zu technisch werden. Aber es geht ja nicht nur um Gedenken und um das richtige Gedenken, sondern es geht um das Feiertagsgesetz, was hier aufgerufen worden ist durch die Fraktion DIE LINKE. Ich will für die Landesregierung noch einmal deutlich machen, Herr Präsident Rainer, das gestern ja auch in seiner Ansprache zum Ausdruck gebracht, dass ursprünglich geplant war, dass an diesem Freitag die Hessische Landesregierung und der Hessische Landtag gemeinsam gedenkt, und zwar in der Form eines Friedenskonzertes sollte dem 75-jährigen Ende des Krieges gedacht werden. Im Staatstheater War Requiem von Benjamin Britten war geplant, sodass ich hier auch deutlich machen möchte, sozusagen das Gedenken spielt für uns. Also sollten wir uns auch nicht kleiner machen, als wir sind hier im Hessischen Landtag und auch für die Hessische Landesregierung eine große, bedeutende Rolle. Meine Damen und Herren, am 8. Mai 1945 erfolgte die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht, wodurch das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa eingeleitet wurde. In der Folge wurden zunächst Besatzungszonen durch die Alliierten gebildet, bis schließlich im Jahre 1949 die beiden deutschen Staaten gegründet wurden. Während der 8. Mai in der Bundesrepublik Deutschland zu keiner Zeit ein Feiertag war, das haben wir schon gehört, war er in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik von 1950 bis 1966 und im Jahre 1985 als gesetzlicher Feiertag verankert. Dabei ist schon darauf hingewiesen worden, dass der 8. Mai 1945 nicht allen Deutschen unmittelbar ein freiheitliches Leben ermöglichte. Für die Bürger der ehemaligen DDR realisierte sich der Wunsch nach einem freiheitlichen Leben erst viele Jahre später mit der Wiedervereinigung im Jahr 1989. Bis dahin nutzte das Regime der ehemaligen DDR beispielsweise die einzigen Gefängnisse der Nationalsozialisten zur Internierung seiner Kritiker. Die Möglichkeit, eine Demokratie aufzubauen und die heute außerhalb von Corona-Zeiten als selbstverständlich erachteten Freiheitsgrundrechte ausüben zu können, blieb bis zum Jahr 1989 ein Privileg der Bürger der Bundesrepublik. Die Teilnahme an diesem Privileg wurde den Bürgern der ehemaligen DDR durch das dort herrschende Regime fortgehend verwehrt. Selbstverständlich ist das Ende der nationalsozialistischen Diktatur ein herausragend positives Ereignis unserer Geschichte. Durch die Intervention der Alliierten wurde nicht nur in Deutschland, sondern auch in den besetzten Gebieten in Europa weitere Menschenrechtsverletzungen durch das nationalsozialistische Regime unterbunden. Das Ausmaß der Verwüstung und der Zerstörung des Nationalsozialismus, dass der Nationalsozialismus noch zusätzlich bei ungehindertem Fortbestehen in Europa und der Welt angerichtet hätte, ist nicht auszudenken. Insofern kann den Alliierten
für Ihren unermüdlichen Einsatz im Kampf gegen den Nationalsozialismus nicht zu wenig gedankt und Ihre Befreiungsleistung gedacht werden. Meine Damen und Herren. Gewiss ist ein Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs also nötig und angebracht. Dies wird nicht in Abrede gestellt. Die Frage ist nur, und über die ist ja hier debattiert worden, ob es dafür eines hessischen Feiertagsgesetzes bedarf. Und nicht zuletzt entfaltet der 8. Mai eben keinen spezifischen Hessenbezug. Natürlich haben die Hessen alle profitiert, auch von der Befreiung Deutschlands. Darüber brauchen wir nicht zu streiten. Und auch die hessische Geschichte ist damit unmittelbar verbunden. Aber es ist eben kein spezifisch hessischer Tag. Und deswegen ist, glaube ich, die Diskussion, die hier geführt worden ist, die richtige, zu sagen, wenn es dazu kommen sollte, dass wir einen Feiertag zum 8. Mai erheben sollten, dann ist es jedenfalls mal nicht ein hessischer, sondern es müsste eben ein bundesdeutscher Feiertag sein. Und diese Debatte sollte an der Stelle geführt werden, wo sie hingehört, nämlich dort, wo alle Länder im Deutschen Bundestag zusammensitzen und über diese Frage miteinander sich austauschen sollten. Eines Gesetzes hier alleine in Hessen bedarf es nach Ansicht der Landesregierung zunächst nicht. Insofern werden wir das ja in den Ausschüssen noch weiter debattieren. Aber ich wollte noch einmal deutlich machen, dass die Frage, ob man für den 8. Mai das richtige Gedenken, den richtigen Gedenktag, die richtige Grundlage sozusagen findet für ein ordentliches und gutes Gedenken, hängt nicht alleine an der Frage, ob man den 8. Mai zu einem Feiertag macht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Ich gehe davon aus, dass wir den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Innenausschuss verweisen. Das tun wir.